So, kommen wir nun zum letzten Scratch der Lektion. Das ist der sogenannte Flair Scratch. Es gibt verschiedene Arten vom Flair. Ich zeige euch heute aber den One-Click-Flair. Der Flair Scratch hat seinen Ursprung in den 90er Jahren, ziemlich am Anfang, durch den sogenannten DJ Flair auch. Der hat den Original Flair entwickelt und daraus haben sich dann verschiedene Flair-Techniken entwickelt. Da zum Beispiel auch der One-Click-Flair dazu zählt. Und genau, den zeige ich euch jetzt einfach mal und dann schauen wir mal. Kurze Anmerkung noch, dieser Scratch ist sehr weit verbreitet, auch in der Turntablism-Szene, weil er ziemlich abgefahren klingt und ja, es entsteht jetzt ein ganz anderes Soundmuster her, auch vom Klang und hört sich ziemlich abgefahren an, wie schon gesagt. Und ja, damit werdet ihr viel Spaß haben, wenn ihr das mal könnt und viel Spaß schon mal beim Üben. Ich zeige euch jetzt das Prinzip. Im Endeffekt ist es ein ganz normaler Baby Scratch oder auch ein Baby Drop Scratch. Oder wie gerade eben schon gesagt, ganz normaler Baby vor und zurück. Drop Scratch, dann zurückziehen. Und in dieser Bewegung zerschneidet ihr den Sound. Das heißt jetzt also, wir beginnen den Scratch mit einem offenen Fader. Das ist ein Open Fader Scratch so genannt. So, und wir beginnen am Anfang unseres Samples, schieben die Platte nach vorne und zerschneiden in der Mitte kurz den Sound. Bei der Rückwärtsbewegung ist dasselbe. Das ist jetzt nicht so wie beim Transformer zum Beispiel oder wie beim Crab. Das ist, passiert jetzt in der Mitte. Und das macht auch den Schwierigkeitsgrad des Scratches aus, weil ihr die Klicks ein bisschen versetzt klickt, sozusagen, und nicht so wie beim Transformer, sondern weil sie ja direkt in der Mitte kommen. Und nicht nacheinander. Und das passiert alles mit offenem Fader. Beim Flair ist es jetzt auch so, dass sogenannte Phantom-Clicks und Ghost-Clicks mit ins Spiel kommen, die den zerschnittenen Sound dann deutlich hörbar machen. Das heißt also, Baby Scratch nach vorne, zurück. Und die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung, diese Überblendung, ist ein sogenannter Ghost-Click. Das heißt jetzt, er startet mit offenem Fader. Klickt in der Mitte den Sound aus und blendet jetzt wieder nach hinten zurück. Durch die Überblendung habt ihr jetzt zwei Soundteile durch den Schnitt gemacht und bei der Rückwärtsbewegung ist es dann natürlich genauso. Deshalb spricht man von Ghost Clicks. So, ich zeige euch das jetzt mal ganz langsam. Platte nach vorne schieben, klicken, hinten schieben, klicken. Und immer in der Mitte klicken, ganz kurz, einfach den Fader ganz normal kurz schließen und dann wieder kurz öffnen. Bei mir ist es so, ich mache den auch im Hamster-Style, im Normal-Mode ist der natürlich andersrum, von der Finger- und Daumenbewegung. Ja, hört sich schon ein bisschen abgefahren an, finde ich. Also ich habe meinen Spaß damit und bis heute noch. Und ich denke, wenn ihr den richtig gut übt und da dran bleibt, werdet ihr das auch haben. Da kann man nämlich sehr viel draus machen mit dieser Scratch-Technik. Und viel Spaß beim Üben. Dann fangen wir gleich an, das auf einem Beat zu üben. Bei dem Scratch ist jetzt besonders wichtig, dass ihr ganz normal auf die 1 einsetzt. Und ich mache das jetzt so, ich zähle auf 1 und 2 und 3 und 4. 1 und ist zerschnitten, 1 und 2, 1 und ist der Schnitt immer,
1 und 2 und rückwärts ist es dann natürlich genauso. Das wäre dann auf die 3 und 4. Und da sind wir bei 3 und 4, wird der Sound geschnitten. Das ist die erste Geschwindigkeitsstufe, mit der ihr, denke ich, so mal einen ganz guten Einstieg in den Scratch habt. Probieren wir das jetzt mal auf dem Beat in verschiedenen Geschwindigkeitsstufen. Setzt bei der 1 ein. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier. Ich habe jetzt nach dem zweiten Beat auf der Achtelnote, also quasi zwischen zweitem und dritten Beatschlag, habe ich den Klick gesetzt. Eins und zwei und drei und vier. 1 und 2 und 3 und 4. Das war jetzt gerade langsamer, wie bei dem vorherigen Beispiel, aber so übt ihr das nacheinander mal, damit ihr da ein Gefühl bekommt. Okay, jetzt machen wir das doppelt so schnell. Zwischen 1 und 2 setzen wir jetzt den Klick. 1 und 2. 1 und 2. 1 und 2. Okay, jetzt habe ich euch gerade ein Beispiel genannt, wie ihr das mal ganz langsam üben könnt. Wenn ihr dann zum Beispiel doppelt so schnell macht, dann zwischen der 1 und der 2 euren Klick und steigert euch langsam nach oben. Ich zeige euch das jetzt mal rein aus dem Gefühl, weil ich bin der Meinung, diesen Scratch sollte man sehr verinnerlichen und aus dem Gefühl raus machen. Ja, ich habe mir den auch so angeeignet und das finde ich so nennenswert und am vorteilhaftesten. Werdet einfach im Laufe der Zeit schneller und steigert euch langsam nach oben. Und bleibt natürlich im Rhythmus. Das war jetzt nochmal eine kurze, langsamere Variante. Ja, mal kurz so zwischendurch noch und jetzt werden wir kurz schneller. So. Okay, so, jetzt habe ich euch den Flare Scratch gezeigt. Der Flare Scratch ist meines Erachtens nach die Stufe in den Advancement Scratch Bereich. Das heißt, ihr seid dann danach schon im fortgeschrittenen Bereich oder eigentlich jetzt schon. Das wird von jedem anders betitelt und benannt. Ich bin da gerade mir nicht so sicher, wie ich euch das jetzt so sagen soll, aber meines Erachtens nach seid ihr jetzt schon so in Richtung Advancement gegangen. Das heißt jetzt, ihr steigt somit in die fortgeschrittene Richtung ein und viel Spaß beim Üben. Macht was draus und ihr werdet belohnt. Fleißig üben. Auflegen mit Erfolg. Ihr bekommt Erfolg. Ciao.